Die Schuppenflechte kann viele verschiedene Gestalten annehmen, aber 90% der Betroffenen haben ein typisches Bild, bei dem es zu Rötungen und auf den Rötungen Schuppungen kommt, an den Ellensteigseiten, an den Knien, im Gesäßbereich und im Kopfbereich, so vor allem am Haaransatz und hinter den Ohren. Und diese typische Form geht auch einher mit etwas, was wir Plaques nennen, nämlich umschriebenen Stellen, die so klein sein können wie Münzen oder so groß wie Handteller und bei denen die umgebende Haut ganz normal ist. Das sind also so Inseln von Entzündung und Schuppung mit normaler Haut in der Umgebung. Das macht 90% aus. Und dann gibt es 10% von Betroffenen, die haben ungewöhnliche Formen, zum Beispiel nur eine Betroffenheit der Nägel oder im Genitalbereich oder an den Handinnenflächen oder Fußsohlen eher pustelbildenden Formen. Und auch da muss man dann dran denken, aber ein Dermatologe kann das schnell erkennen.